Leute, es ist wieder Karnevalszeit. Hier vorne auf der Theke vorbereitet schon einige oder alle Shooter, die wir heute testen werden. Es sind kleine dabei, es sind große dabei, es sind elektrische dabei. Heute natürlich wieder in einer ganz besonderen Location. Wir können direkt nochmal gucken, wer es letztes Jahr noch nicht gesehen hat. Ja, ihr wisst ja, das sieht schon aus wie eine, ja, wie eine Theke. Und jetzt kommen wir hier um die Ecke. Tada! Und wir werden das wieder oben von der Bühne schießen und ja, ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt einfach mal von klein bis ganz groß nach oben. Aber zuallererst machen wir einen kleinen Sprung, sehen uns bei uns auf dem Hof wieder, weil da gab es einen ganz besonderen Shooter. Direkt zum Anfang eigentlich schon das Highlight, was ganz viele von euch sehen wollten. Hier die Do-It-Yourself-Kanone und da kommen, wie ihr wolltet, Knallerbsen rein. Ja, die ganzen Konfetti-Shooter findet ihr bei pyroland.de. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Teil hier draußen. Der Christian wird jetzt das Rohr befüllen. Mit allem Getöse mit da rein. Genau. Also haben wir gleich 200 Mann. Ja. So, und die nächsten 50. Willst du zünden? Ja! Ah, fuck, warte. Warte, oh, nehme ich die Kamera. Dankeschön. Mach schön hoch. Weißt du, so schön Luft. Genau. Okay. 3, 2, 1. Ist das scheiße. Warte, was ist denn jetzt? Warte. Also. Ey, die sind, guck mal, die sind alle kaputt. Die sind alle in dem Rohrstoff explodiert. Oh, shit. Gut, dass das am Anfang passiert. Also, das war's jetzt hier mit dem Teil. Wir fahren jetzt in die Halle und dann geht's weiter. Guckt euch das an. Hier sind sie alle feinsäuberlich aufgereiht. Ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinsten an, oder? Ja, das ist Herzrasen. Herzflitterrot Metallic Headshred. Leute, gleich bei den größeren Kanonen kommt auch noch eine GoPro vorne dran, aber hier ist es, glaube ich, noch nicht nötig. 3, 2, 1, Schuss. Oh. Das ist Flitter. Und das glitzert ja mal richtig krass. Jo. Wie weit ist es ungefähr gekommen, schätzen wir? 5, 6 Meter ungefähr. Oh, warte, jetzt filme ich. Komm, wir nehmen die Hanfdampf, oder? Die Hansdampf. Hanfdampf. Oh, Hanfdampf. Hanfdampf. Okay, was kommt denn da wohl raus? Ich weiß auch nicht. Ja. Okay, let's. Fuck off. Hä? Die Feste? Nein. Die geht nicht. Tu doch mal. Ich glaube, wir müssen sie sprengen. Oh, jetzt ernsthaft, die geht nicht. Ja, guck, ich dreh die durch. Ja, aber irgendwie. Da klackert doch irgendwas drin. Das klackert wirklich. Ja, komm, wir was wollen drin ja sehen, ist. Was drin ist. Plopp. So, wir werden jetzt den Abschuss simulieren. Gut. Ja, wir gucken mal. Tatsächlich Hanfblätter drauf. So, weiter geht's mit dieser Größe. Und zwar ist das hier die Disco Fever. Bunt und rund steht jedenfalls drauf. Achtung. 3, 2, 1. Das ist aber, guck mal, bis hinten hin. Das ist schon weit. Ja, auf jeden Fall auch bunt und rund trifft auch einen Punkt. Ja. Oh! Was, eins rein. Weiter geht's. Ja. Machen wir als nächstes hier die Friedenspfeife. Friedenspfeife, auch noch eine 30 cm. 30 cm, Was okay. Kommt denn da raus? Friedenspfeife. Alter, er schießt einfach. Hä? Was war? Nee, sehen wir, es hier rüber geflogen. Auf jeden Fall sind die Dinger quer durch die Halle bis hier hinten hingeflogen. Oh, das ist aber cool. Da sind verschiedene Dinger drin. Jo, so Tauben. Guck mal, also hier haben wir schon mal Tauben. Dann haben wir Peace-Zeichen. Dann haben wir hier diese Friedensteile. Ey, das sieht schon mal geil aus hier. Nächste. Colorido. Oh, Premium Metallic Flitter. Ich glaube, erst ein bisschen auflockern. 3, 2, 1. Das sieht krass aus. Boah, das Zeug fliegt aber richtig lange. Und jetzt glitzert ja alles noch mehr. Ja. So, als nächstes kommen wir nehmen hier den Bluterguss. Als weiteres Highlight kommt die GoPro dran. Jetzt
Bluterguss. Alter. Alter. Die hat voll Rückstand. Boah, guck mal. Die ganz hinten. Hä? Oh, yo, bis zu dem Beton da. Heftig. Zeug. Atomic Age haben wir jetzt. Das waren gelbe und schwarze Luftschlangen. Also, 3, 2, 1, Schuss. So, Leute, jetzt kommen Spezialteile. Ihr seht, hier, die sind durchsichtig. Und da sind Bälle drin. Einmal Tennisbälle und einmal Fußbälle. Ja, wir fangen mal mit den Tennisbällen an, würde ich sagen. Also, let's go. 3, 2, 1, gib ihm! Hey, die fliegen übelst nicht weit. Ja, die sind zu leicht. Ja, die müssten eigentlich bis nach Yokohama fliegen. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, du musst da richtige reintun. Golfbälle. Ja, nee, so. Stecknadeln. Komm, nächste. Jetzt die Fußbälle hier. 3, 2, 1, Schuss. Boah. Die gingen aber besser, ey. Ja. Schuss. Boah. So, als nächstes jetzt hier die Orange Utan High-End Konfetti Orange. Ui, das wird krass, glaube ich. So mit High-End Konfetti und so. 3, 2, 1. Alter. Boah, die ist krass. Das rieselt. So. Ideal für die Karnevalszeit, weiter geht's. Könnte man sagen. Das auf jeden Fall. So, Nico, was haben wir als Nächste? Jetzt haben wir eine White Streamer. Sieht ungefähr so aus wie Klopapier in der Luft. Aber Leute, Streamer sind einfach die geilsten Dinger. Also, 3, 2, 1. Alter, wie die Dinger nach hinten ballern. Halleluja, ey. Aber auch wie weit und wie das unter die Decke gescheppert ist. Die haben so einen heftigen Rückstoß, die Dinger. Also, jetzt hier Pink Streamer. Oder ne, Pink Air Snacks heißt das Ding. Holla. Oh. Ja, das hättest du aber ein bisschen höher halten können, Mann. Ja, aber so ist wenigstens weit geflogen. Ja gut, das stimmt. Wir machen hier nämlich gerade parallel noch einen kleinen Instagram-Livestream. So, boah, jetzt, das Ding ist krass. Nee. Electrum Air Snakes. Ja. Das sind goldene und silberne Luftschlangen. 3, 2, 1, Schuss. Nice. Boah, das sieht auf jeden Fall krass aus, wenn die so angeleuchtet werden und so. Wenn die so mega flittern. Als nächstes jetzt ein Hammerprodukt, wie viele finden, der Pimmelhimmel. 3, 2, 1. Ui, diese ganzer Klumpen. Okay, das sieht man jetzt gar nicht. Wir müssen erstmal runtergehen jetzt. Erst, wenn man genauer hinguckt, erkennt man. Hier ist der ganze Klumpen. Will sich einer welche mitnehmen? Ja, jetzt ein absolutes Highlight. Federation. Da sollen hier langsam fallende bunte Federn rauskommen. Ich bin mal gespannt, was das gleich cool wird mit dem Fegen. 3, 2, 1 und Schuss. Ein dicker Klumpen und viele fallende. Langsam fallende. Alter, die sind aber ultra. Hey, was ist denn da los? Sieht man das? Mann, wir müssen die fliegen alle noch. Warte. So, Freunde, jetzt die elektrischen Konfetti-Shooter. Da gab es viele Fragen, wie man die überhaupt zünden kann. Da gibt es einmal natürlich solche Zündboxen, sind aber relativ teuer und kann man halt nur dafür gebrauchen. Deshalb kann man die Dinger eigentlich auch mit einer normalen Zündanlage zünden. Und ich weiß noch nicht genau, ob es klappt, weil das Ding eigentlich zu wenig Spannung hat. Wenn das nicht funktioniert, machen wir es natürlich mit den Zündboxen. Aber erstmal versuchen wir es jetzt hier mit dieser Alpha Fire. Try it. 3, 2, 1. Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, hat das leider nicht geklappt. Deshalb machen wir es jetzt mit dieser Zündbox. 3, 2, 1 und Schuss. Nice. Ja. Ja, die brauchen über eine Sekunde, bis sie durchgebrannt sind. So, Freunde, das Gerät ist scharf. GoPro ist dran, filmt die. Ja. Oh, nee. Ja, siehst du? GoPro filmt. Und ja, dann würde ich sagen. Lecker funny, ey. Das Ding ist aber ordentlich unter der Decke geballert. Lecker funny, ey.
Ja, das Ding war doch schon mal geil. Ja, Freunde, und jetzt das Finale, die Colorful Air Snakes. Boah, das sieht schon hart geil hier hinten mit aus. 3, 2, 1. Hui. Ja, die Dinger gehen echt weit. Das war optimal geschossen vor allem. Ja. Jetzt aufräumen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und haut rein.